Wir kommen jetzt zum nächsten Teil und da gehen wir ein paar Beispiele durch. Zuerst einmal schauen wir uns an die Summe von den ersten n-Zahlen. Also nicht den ersten n-Ungeraden, sondern den ersten n-Zahlen. Also die Summe 1 plus 2 plus 3 plus und so weiter plus n. Und Sie kennen vielleicht schon die Formel. Das ist 1 plus 2 plus 3 plus und so weiter plus n ist gleich n mal n plus 1 halbe. Ja, also das ist unsere Formel, die wir mit vollständiger Induktion beweisen wollen. Das ist unsere Formel a von n. Wie üblich schauen wir uns an, ob es für kleine Werte von n stimmt. Also a von 1, das ist die Summe der ersten Zahl, das ist also 1, linke Seite ist 1, die rechte Seite, das ist n mal n plus 1 halbe, für n gleich 1 gibt es 1 mal 1 plus 1 halbe, das ist 2 halbe, das ist 1, also das stimmt. Schauen wir uns a von 2 an, das wäre jetzt die Summe der ersten beiden Zahlen, 1 plus 2, das gibt 3, ja? Auf der rechten Seite von der Formel a von n, da steht, wenn man n gleich 2 setzt, 2 mal 2 plus 1 durch 2. 2er hebt sich weg, da steht 2 plus 1, das ist 3. Also links und rechts steht 3. Das stimmt. Schauen wir uns noch an, a von 3, das ist die Summe der ersten drei Zahlen. 1 plus 2 plus 3, das sollte 6 ergeben. Setzen wir ein, n mal n plus 1 halbe für n gleich 3, das ist 3 mal 3 plus 1 dividiert durch 2, das ist 3 mal 4 durch 2, 12 durch 2 ist 6. Das stimmt auch. Ja, also bis jetzt geht es ganz gut und der Induktionsanfang ist also sozusagen geschafft. Und jetzt schauen wir uns den Induktionsschritt an. Jetzt wollen wir zeigen, wenn a von n gilt, dann gilt auch a von n plus 1. Also dieses a von n, also jetzt müssen wir a von n plus 1 beweisen. Das wäre eine Aussage über die Summe von den ersten n plus 1 Zahlen. Also 1 plus 2 plus und so weiter plus n plus, jetzt kommt auch noch die n plus erste Zahl dazu, also plus n plus 1. Und hier steht also zunächst einmal 1 plus 2 plus und so weiter plus n. Da verwenden wir jetzt, das ist der rote Pfeil, die Induktionsannahme. Also dass das gleich n mal n plus 1 halbe ist. Also die ersten n-Glieder der Summe links haben wir ersetzt durch n mal n plus 1 halbe. Und dann bleibt auch noch das n plus 1 stehen. Und ab dann ist es ganz leicht, bloße Rechnerei. Also das n plus 1, das kann man als gemeinsamen Faktor nehmen. N plus 1 mal n halbe plus 1. Und dieses n halbe plus 1, das ist n plus 2 durch 2. Und das gibt dann n plus 1 mal, ja, n plus 2, das kann man schreiben als n plus 1 plus 1 halbe. Und wenn Sie hinschauen, das ist genau die Formel a von n plus 1. So links steht jetzt am Anfang dieser Gleichungskette 1 plus 2 plus n plus 1, das ist die Summe von den ersten n plus 1 Zahlen. Und rechts steht n plus 1 mal n plus 1 plus 1 halbe. Ja, das ist, was ich da rot herausgestrichen habe, das ist gerade a von n plus 1. Aus der Annahme, dass a von n gilt, das haben wir da verwendet, wo der rote Pfeil hin zeigt, haben wir geschlossen, dass a von n plus 1 auch richtig ist. Das ist die sogenannte Gaußsche Summenformel. Und die ist berühmt, weil der Volksschüler Gauß sich schon ausgezeichnet hat, weil er sie angewandt hat. Die Formel war natürlich vorher schon den Gelehrten bekannt.
Der Volksschullehrer von Gauß hat gesagt, Kinder, seid still, ich muss was tun. Rechnet dabei aus, 1 plus 2, die Summe von den ersten 100 Zahlen. Und hat gedacht, er steht sie jetzt für ein paar Stunden ruhig. Und Gauß hat gleich gesagt, Herr Lehrer, ich weiß, das ist 5050. Und Lehrer hat also das Genie von Gauß schon in diesen frühen Jahren erfahren. Wie hat sich Gauß das überlegt? Wahrscheinlich nicht durch vollständige Induktion. Hat sich es wahrscheinlich so überlegt, also es geht um die Summe 1 plus 2 plus 3 plus 99 plus 100. Ja, eine sehr lange Summe. Jetzt schreibt er in die Zeile drunter noch einmal dieselbe Summe, aber von oben nach unten sozusagen. Zuerst 100 plus 99 plus 98, er zählt also zurück. Zum Schluss plus 2 plus 1. Und hat bemerkt, dass zwei Zahlen, die übereinander stehen, immer die Summe 101 haben. Also 1 plus 100, ebenso wie 2 plus 99, ebenso wie 3 plus 98 und so weiter und so weiter. Also da steht immer 101. Und das steht wie oft? Das steht 100 Mal. Also kommt raus, wenn man diese beiden Zeilen zusammen addiert, 100 mal 101. Und da diese beiden Zeilen ja zweimal die Summe darstellen, einmal in der richtigen Reihenfolge, einmal in der anderen Reihenfolge, muss man durch zwei dividieren und dann hat man es. Ja, also das ist die Summenformel von Gauß. Auch das haben natürlich die alten Griechen schon längst gewusst und auch das kann man geometrisch sofort direkt einsehen, zum Beispiel wenn man sich dieses Bild anschaut. Also schauen Sie sich nur die hellgrauen Kugeln an. Also oben steht 1 und dann in der nächsten Zeile 2 und dann in der nächsten Zeile sind 3 und dann kommen 4 und dann kommen 5 und dann kommen 6. Ja? Und die Summe von diesen Zahlen bildet geometrisch gesehen so ein Dreieck. Das nennt man eine Dreieckszahl. Also die erste Dreieckszahl ist 1, die nächste ist 3, die nächste ist 6 und so geht das weiter. Und man sieht sofort, das ist eigentlich die Überlegung, die auch der junge Gauß angestellt hat, man sieht sofort, dass die Formel, die da unten steht, also diese Summenformel, stimmt. Das war den alten Griechen bekannt, aber diese Induktionsmethode haben sie noch nicht gekannt. Eine andere und etwas anspruchsvollere Formel, schauen wir uns ja mal die Summe von den ersten n Quadratzahlen an. Also 1 Quadrat plus 2 Quadrat plus 3 Quadrat plus und so weiter plus n Quadrat. Auch dafür gibt es eine Formel. Das ist gleich n mal n plus 1 mal 2n plus 1 durch 6. Ja, das ist jetzt unsere Formel A von n. Fragen Sie mich nicht, wie man auf diese Formel kommt. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, das ist nicht so einfach. Aber wir wollen jetzt diese Formel mit Hilfe von vollständiger Induktion beweisen. Da werden wir uns zunächst einmal überzeugen, anhand von kleinen Werten von n, dass es stimmt. Also A von 1, die Summe des ersten, die erste Quadratzahl, das ist 1 Quadrat, klar. Und wenn wir für n gleich 1 einsetzen in der Formel A von n, dann kriegen wir 1 mal 1 plus 1 mal 2 plus 1 dividiert durch 6, das gibt 6 durch 6, das ist 1. Also das stimmt. A von 2, also die Summe der ersten beiden Quadrate, das ist 1 Quadrat plus 2 Quadrat, also 1 plus 4, das muss 5 geben. Und die rechte Seite von an, für n jetzt 2 gesetzt, das gäbe 2 mal 2 plus 1 mal 4 plus 1. Also 2 mal 2 plus 1, das ist 6. Das hebt sich weg mit dem Sechser, der im Nenner steht. Und übrig bleibt 4 plus 1, das ist 5. Und wir können das auch ausrechnen für n gleich 3,
Also die Summe der ersten drei Quadratzahlen. 1 plus 4 plus 3 Quadrat, also plus 9. Das sollte geben 3 mal 3 plus 1 mal 6 plus 1 durch 6. Und wenn Sie das nachrechnen, werden Sie finden, das stimmt auch wieder. Also A1 und A2 und A3, das stimmt. Und Sie können auch A4 und A5 ausrechnen und sich irgendwann einmal ziemlich sicher fühlen, dass das für alle Zahlen gelten muss. Aber der Beweis steht noch aus. Und den Beweis, den macht man jetzt, indem man den Induktionsschritt anwendet. Ja, der Induktionsschritt, der lautet, wenn a von n gilt, also unter der Annahme, dass a von n gilt, dann folgt daraus a von n plus 1. Ja. Also a von n plus 1, das wäre jetzt eine Aussage über die ersten n plus 1 Quadratzahlen. Also über 1 Quadrat plus 2 Quadrat plus 3 Quadrat plus n Quadrat plus die nächste Quadratzahl, das wäre n plus 1 zum Quadrat. Und da sehen wir, da stehen einmal die ersten n Quadratzahlen und dann n plus 1 zum Quadrat. Für die ersten n Quadratzahlen haben wir aber diese Annahme, dass a von n stimmt, dass die Formel, die da oben steht, stimmt. Ja? Das ist also, unter dieser Annahme wird die Summe der ersten n Quadratzahlen gegeben durch n mal n plus 1 mal 2n plus 1 dividiert durch 6. Und dann bleibt noch dieses letzte Quadrat, das n plus 1 zum Quadrat. So, jetzt wird nur mehr gerechnet. Dieses n plus 1 zum Quadrat, das gibt natürlich, also nein, machen wir so. Das n plus 1 zum Quadrat, da steht ein n plus 1 und in dem Bruch, da steht auch ein n plus 1. Das heben wir als gemeinsamen Faktor heraus. Also das ist n plus 1 dividiert durch 6 und dann, wenn man das nachrechnet, kommt noch, das steht in der Eckenklammer, 6 mal n plus 1 plus n mal 2n plus 1. Und jetzt muss man sich ein bisschen, am besten auf einen kleinen Zettel daneben, ausrechnen, was das gibt. Und man findet, das ist der Bruch n mal n plus, entschuldigen Sie, das ist der Bruch n plus 1 mal n plus 2 mal 2n plus 3 dividiert durch 6. Und jetzt der letzte Schritt. Das ist nichts anderes als n plus 1 mal, statt n plus 2 schreibe ich n plus 1 plus 1. Und statt 2n plus 3 schreibe ich 2 mal n plus 1 plus 1. Und das Ganze wird dividiert durch 6. Und wenn wir jetzt in dieser Gleichungskette das erste und das letzte Glied anschauen, dann steht 1 Quadrat plus 2 Quadrat plus n plus 1 zum Quadrat, also die Summe der ersten n plus 1 Quadrate, ist gleich. Ja, und das ist jetzt dieses n plus 1 mal n plus 1 plus 1 mal 2 mal n plus 1 dividiert durch 6. Das ist genau, was hier steht, also in Rot ist genau die Formel a von n, außer dass das n ersetzt worden ist durch n plus 1. Das ist also die Formel a von n plus 1. Wir haben a von n plus 1 hergeleitet unter der Voraussetzung, dass a von n gilt. Nun gilt aber a von 1, daraus folgt, es muss gelten a von 2, daraus folgt daher a von 3, daher a von 4, daher a von 5, daher, und so bekommt man alle a von n. Ja, damit ist auch diese Aussage a von n bewiesen für alle natürlichen Zahlen n. Jetzt noch ein drittes Beispiel. Das ist die Aussage, die Menge der Zahlen 1, 2, 3 bis n, also diese n-elementige Menge, besitzt 2 hoch n Teilmengen. Das ist auch wieder eine Aussage, die von der natürlichen Zahl n
abhängt. Das ist die Aussage A von N jetzt. Wobei übrigens bei den Teilmengen muss man sagen, wir zählen immer die leere Teilmenge und die ganze Menge selbst als Teilmengen. Wir werden das zeigen und haben dann auch gezeigt, überhaupt jede Menge, die n Elemente besitzt, hat 2 von n Teilmengen. Aber der Einfachheit halber schauen wir uns nur die Menge, die aus den Zahlen 1, 2 und so weiter bis n besteht. Also überlegen wir uns das, wie üblich, für kleine Werte von n. Wir machen den Induktionsanfang, das ist a von 1. Die Menge, die nur aus der 1 besteht, hat nur 2 Teilmengen, nämlich die leere Menge, das ist die geschweifte Klammer, wo nichts drin steht, und die Menge selbst. Da steht ein 1 drin. Ja. Es gibt also nur 2 Teilmengen. Und damit ist A von 1 bewiesen. Schauen wir zur Sicherheit noch an, ob A von 2 auch stimmt. A von 2, da geht es jetzt um die Menge, die die zwei Elemente 1 und 2 besitzt. Was gibt es da für Teilmengen? Nun, die leere Menge, wie immer. Die Menge, die nur aus der 1 besteht. Die Menge, die nur aus der 2 besteht. Und dann die ganze Menge 1, 2. Das sind 4 Teilmengen. Also 2 hoch 2 Teilmengen. A von 2 ist also auch richtig. Machen wir es zur Sicherheit auch noch für 3, für n gleich 3. Also da haben wir jetzt die Menge der 3 natürlichen Zahlen. 1, 2, 3. Wie viele Teilmengen gibt's da? Nun, die leere Menge, werden wir nie vergessen. Dann, wie viele einelementige Teilmengen gibt's? Da gibt's die Menge, die nur aus der 1 besteht, die Menge, die nur aus der 2 besteht und die Menge, die nur aus der 3 besteht. Also 3 einelementige Teilmengen. Wie viele zweielementige Teilmengen gibt's? Nun auch wieder 3 natürlich. Die Menge 1, 2, die Menge 2, 3 und die Menge 1, 3. Und schließlich haben wir noch die dreielementige Teilmenge, die Menge selbst, 1, 2, 3. Wenn wir das zusammenzählen, also eine leere Menge, 3 einelementige, 3 zweielementige und dann die eine dreielementige, so gibt es insgesamt 8, also 2 hoch 3. Also A von 3 stimmt auch. Und jetzt also zum Induktionsschritt. Wir wollen jetzt zeigen, wenn A von n gilt, dann folgt daraus A von n plus 1. Also nehmen wir an, A von n gilt. Und schauen uns jetzt an, wie viele Teilmengen besitzt die Menge der natürlichen Zahlen 1, 2, 3, n und n plus 1. Nun, so eine Teilmenge, die kann entweder das Element n plus 1 enthalten oder nicht. Wenn sie das Element n plus 1 nicht enthält, dann ist diese Teilmenge eine Teilmenge von der Menge 1 und so weiter bis n. Und wir wissen ja nach unserer Induktionsvoraussetzung, wenn wir a von n voraussetzen, dass es 2 hoch n solcher Mengen gibt. Dann gibt es noch die andere Möglichkeit, dass die Teilmenge auch das Element n plus 1 enthält. Sie ist dann die Vereinigung von der Menge, die nur aus der n plus 1 besteht, und einer Teilmenge von der Menge, der übrigen Menge, also der Menge 1 und so weiter bis n. Und wegen unserer Induktionsvoraussetzung gibt es wieder 2 hoch n solcher Mengen. Ja, also insgesamt, wenn wir diese beiden Fälle zusammenrechnen, gibt es 2 hoch n plus 2 hoch n. Das ist 2 hoch n plus 1. Und daher sehen wir, a von n plus 1 gilt auch, jedenfalls falls a von n gilt. Damit haben wir auch das gezeigt.